Ja, moin moin. Vogel. Und mal wieder ganz herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Sag hallo. Und hallo, nicht, ach so. Und nicht Vogel. Wir präsentieren euch heute Dystopia. Das haben wir nämlich auf der Spiel aufgegabelt, wie ihr wahrscheinlich in seinem Loot-Video gesehen habt. Eine kleine Box, ihr seht meine Patschflosse, die passt da irgendwie gerade so drauf. Und mit super viel Spielmaterial. Ja, auf alle Fälle cooles Spielmaterial. Und wir machen auch gleich ein Let's Play im Anschluss. Und ja, wir gucken jetzt erstmal, was in der Box drin ist. Also vorab, die kostet 25 Öcken. Da hatten wir uns auch so ein bisschen erschrocken. Und deswegen gucken wir jetzt erstmal rein. Was man dazu sagen muss, imposanter wurde es natürlich, als man die in der Hand genommen hat, weil die ganz schön schwer war für so ein kleines Spielchen. Ja, die ist echt so ein bisschen zu vergleichen mit diesen neuen Games Workshop Boxen. Richtig schön dicke Pappe. Ja, richtig toll. Und echt schön. Ja, nicht wahr? Hübsch. Auch schön bedruckt. Also das Cover gefällt mir auch gut hinten. Auch natürlich nochmal mit super schönen Lichtverhältnissen aufgenommen, weil das sind die Translucent, also die lichtdurchlässigen Würfel. Sehr schön. So, was bekommt man für 25 Euro? Auf alle Fälle können wir vorweg sagen, ist schon mal dreisprachig. Ne? Ja, das ist schon mal sehr geil. Super. Englisch, Deutsch, Französisch. Oh, mais oui, mademoiselle. So, und dann bekommen wir auf alle Fälle erstmal hier in drei Sprachen jeweils die Karten für die Spieler. Da kriegt jeder nachher eine. Das zeigen wir euch aber, wie das funktioniert. Quasi die Charaktere. Genau, recht so. Recht so. Und wie gesagt, die hat man hier schön. Was dabei ist, hier sind nochmal die Aktionen auch aufgezählt auf den Karten, die man ausführen kann. Das ist immer eine schöne Sache. Plus da die Bonusaktion, die ist individuell bei jeder Fraktion. Quasi eine Legende zu dem Spiel. Genau, dann haben wir die Szenariokarten, womit man das Spiel nachher noch variieren kann, wenn man die Standardregeln schon kann. Die geben halt immer ein besonderes Szenario vor, was dann passiert. Die sind auch, wie gesagt, dreisprachig. So, dann haben wir den wunderschönen Stadtplan. Also den finde ich auch schön gemacht, ne? Ja, haben sie richtig toll gemacht. Ist doppelt. Kleine Ausbuchtungen hier, genau. Total süß. Und ich finde das auch sehr farbintensiv, auch wie das einfach aussieht, dass das so ein bisschen glänzt und so. Ich finde das echt toll. Wirkt dick und wertig auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir noch Missionskarten. Genau. Es gibt unglaublich viele verschiedene. Die machen das alles noch ein bisschen. Die variieren das Ganze noch ein bisschen, weil ihr müsst nicht nur darauf achten, was ihr auf dem Stadtplan hier, auf dem Spielplan macht, sondern ihr müsst auch gucken, dass ihr gleichzeitig eure Missionen noch erfüllt. Ja, genau, wie bei Risiko damals zum Beispiel, wenn man dann... Bei Zug um Zug zum Beispiel. Ja, oder Zug um Zug, genau, ja. Da hatte man das auch. Und das finde ich total geil, weil dadurch kriegt man nochmal extra Punkte und... Oder auch nicht. Ja, oder auch nicht, so wie manchmal ich. Und dann haben wir noch hier die Spielertableaus oder wie heißen die auf Fraktionstafeln. Fraktionstafeln, genau. Und zwar sind die auch wieder schön mit Struktur, sehr gut aufgemerkt. Ja. Da kann man dann die Würfelchen beziehungsweise am Anfang seine Agenten, das sind diese Spielsterne, reintun. Und da verrutscht auch nichts, das ist ganz cool gemacht. Außer man baselt, so wie ich. Wenn man so umschmeißt, dann schon, ja. Das seht ihr aber gleich, weil wir haben die Videos nämlich rückwärts aufgenommen. Verrückt, weil ist nämlich falsch um Tag. Verrückt. was gibt's noch? Es gibt sieben von diesen kleinen Süßen hier. Das sind die Agenten und auch gleichzeitig für die, was es hier auch noch gibt, diese wunderschöne Punktetafel. Eva? Die gibt es von zwei Seiten bedruckt. Also hier fängt sie ab 1 an und auf der anderen ab 0. Finde ich total komisch. Wir haben dann halt die hier genommen, damit wir uns auf der Null schon positionieren können. Ja. Verrückt. Total komisch. Ist wahrscheinlich, dass man so, der eine möchte es quer, der andere links. Haben sich gedacht, beide Seiten drucken. Hier zählt man halt einfach hoch. Genau. Und dann hat man hier halt von den jeweiligen Farben auch seine Spielsteine hier, diese Agenten, die man nachher platziert. Und des Weiteren haben wir dann in drei Farben Würfel, in lila, in Türkis und in weiß. Also durchsichtig quasi. Und die werden nachher hier auf die Felder platziert in diese verschiedenen Bezirke. Und genau. jede Reihe quasi ist dann ein Bezirk für sich. Und da muss man halt die Aktion durchführen. Das erklären wir euch aber gleich später. Ja, dann haben wir Gebrauchsanleitung in drei Sprachen. Dann haben wir hier unsere Fähigkeitsmarker, um einfach nur, wie wir herausgefunden haben, so zufälligerweise mehr, um zu markieren, ob man jetzt seine einzigartige Fähigkeit, die kann man eigentlich immer nur einmal im Spiel nehmen, ob man die jetzt schon aktiviert hat oder nicht. Dann nimmt man den Marker einfach runter, fertig, oder legt ihn drauf, ganz wie es beliebt, da muss man sich nur vorher einig werden. Ja, was haben wir noch? Das war's auch schon, ne? Ein paar Tüten hatten wir. Ach so, genau, extra Tüten, auch die recht wertig sind, schön dick und so. Und also 25 Euro ist recht viel Geld. Man muss aber auch dazu sagen, schön gemacht. Ja.
Und das Auge Und spielt ja ja, und mit, Würfel und ne? halt lichtdurchlässige Würfel. Ja, Klar, das der ist echt toll Materialwert gemacht. ist jetzt nicht so hoch Bei Scythe zum zum Beispiel. Beispiel, ja, aber ne, ich sag mal, für 25 €, man muss das ja auch drucken lassen und ihr bezahlt ja auch die Leute, die sich da Stunden dahingesetzt haben, das Spiel sich Genau. ausgedacht haben, das Spiel getestet haben. Ist hart an der Grenze für so ein kleines Spiel, finde ich, aber ihr Ja. guckt es euch an. Wir finden Es auch, lohnt es sich. lohnt sich, ja, es hat sich gelohnt, Doch, um schon mal finde ein ich bisschen schon. zu spoilern. Ja. So, und dann würden wir sagen, bauen wir jetzt mal auf und sehen uns dann gleich im Let's Play. Wenn ihr wollt. Wenn Bis ihr dann. wollt, bis gleich. Tschüss. So, jetzt haben wir aufgebaut und meine Frau, also fast aufgebaut und meine Frau ist auch am Start. Hallo. Und ja, also, wie funktioniert die ganze Chose? Wir haben einmal den Stadtplan hier in der Mitte. Das ist dieses Gebilde, was separat ist, nicht Ich zieh wahr? das mal so. Das hier. Genau. So, da sehen wir hier vier, sechs heißt das, sechs verschiedene Bezirke und jeder Bezirk hat unten ein Symbol und dieses Symbol besagt, was man machen darf. Die Bezirke haben auch alle Namen, die heißen The Agency, The Guru, Air Force und so weiter und so fort. Und ihr habt auf euren Spielerkarten oder in der Gebrauchsanleitung habt ihr jeweils hier nochmal aufgelistet, was die jeweilige Aktion macht. Und die könnt ihr dann ausführen. Wenn die nicht auszuführen ist, dann, also wenn es nicht möglich ist, dann braucht man sie nicht auszuführen. Aber ansonsten muss man das machen. So, dann gehen wir einmal ganz kurz durch, wie das hier alles funktioniert. Und zwar ist Ziel des Spiels, möglichst viele Siegpunkte zu sammeln. Und Das sieht man Siegpunkte, hier dran. genau das ist der Punktezähler. Schwupp. Und Siegpunkte sammelt man, indem man seine Agenten, das sind diese Spielsterne hier, auf einen beliebigen Bezirk hier setzt und sich den Würfel schnappt. Zuvor muss man allerdings das Spiel aufbauen. Man würfelt beliebig, schwuppdiwupp, und packt Verteilt die, sie beliebig. genau, beliebig einfach hier auf die Felder, das ist egal wie. Nur wenn ihr zwei Spieler seid, so wie wir, ihr seht hier 3 und 4 sind hier kleine Zahlen, ich hoffe, ihr seht das in der Kamera. Das heißt, dass das nur halt dann für 3 oder 4 Spieler ist. Ansonsten lasst ihr einfach die zwei rechten Würfel weg. Es gibt nämlich auch noch mehr Würfel. Die sind halt dann für mehr Spieler. So, dann bekommt jeder Spieler noch drei Missionskarten. Daraus darf er zwei nehmen und eine packt er dann weg, eine legt er weg und die muss er dann halt erfüllen. Dafür gibt es dann auch nochmal Punkte. So, drei für Genau. dich, Ist quasi so ein drei bisschen für wie bei Zug mich. um Zug. Da kann man, dann guckt man sich die Mission an und entscheidet sich dann, welche man machen möchte. Die andere tut man weg. So, des Weiteren, wie gesagt, Spielmechanik ist, ihr seht das gleich im Spiel, ist einfach erklärt. Jeder, der dran ist, also ne, immer abwechselnd, nimmt einen von seinen Agenten und platziert den, quasi tauscht den gegen einen Würfel aus. Der Witz an der Sache ist, die Aktionen einmal, nicht wahr, die ihr hier seht, zum Beispiel, gehen wir einmal die Aktionen durch, die es hier gibt, das ist nämlich ganz interessant. Die sehen wir auch auf den Spielerboards, auf den Spielerkarten. Da kriegt jeder auch, entweder zufällig oder wie ihr Lust und Laune habt, kriegt er hier eine Karte. Dann machen wir hier und Danke. so. Schwuppdiwupp. Jeder hat dann auch noch mal etwas, was er besonders kann. Also eine Besonderheit, die steht dann hier oben noch mal drüber. Zum Beispiel meiner, der hat letzter Ausweg, darf einmalig im Spiel eine Spielrunde aussetzen und stattdessen am Spielende ausführen. Also jeder hat wirklich was anderes dann da stehen. Was Genau, hast du ich da habe stehen? Transzendenz, darf einmalig im Spiel die Aktion eines beliebigen Bezirks ausführen, unabhängig von den platzierten Agenten. So, sehen wir gleich, wie das ist. Spielt sich, also ist wirklich einfach zu spielen von den Regeln, aber man muss auch so ein bisschen die Kniffe beachten. Also wie gesagt, es gibt, jetzt bevor wir hier alles vorgreifen, man muss seinen Agenten nehmen und gegen einen Würfel hier austauschen und platziert ihn dann halt dementsprechend, also ich würde mal sagen, so, den setze ich dahin. Ihr müsst nicht links und rechts, also hier müsst ihr von links nach rechts, hier, welchen ihr nehmt, ist vollkommen egal. Und dann würdet ihr die Aktion ausführen, die da ist. Wichtig ist immer für die Punkte nachher hohe Punkte auf dem Board, auf eurem Spielerboard hier. Das gibt auf alle Fälle dann mehr Siegespunkte. Es gibt aber auch Missionen, die sagen, ihr müsst möglichst wenig Punkte haben oder ihr müsst irgendwie Augenpaare haben oder so. Oder Das ihr gibt. dürft keine Sechsen sammeln oder keine Dreien Genau. oder was auch immer. Das sind halt die Missionen. So, so geht das halt immer nach und nach weiter. Das wird dann interessant, weil nämlich durch die Aktion man auch den Gegner bzw. die gegnerischen Agenten beeinflussen kann. Es ist sinnvoll, nachher möglichst viele Agenten in den verschiedenen Bezirken zu haben, bzw. mehr als der andere. Dann kriegt man nämlich auch automatisch 5 Siegpunkte für jeden Bezirk. Da kommen wir nachher bei der Punkteauszählung zu. Ja, die Aktionen, das ist immer wichtig zu wissen. Deswegen steht es auch auf jeder Einheitenkarte hier nochmal drauf.
oder Fraktionskarte, wie auch man das nennen will. Es gibt hier einmal The Agency, das ist, ziehe eine Missionskarte und werfe anschließend eine ab. Das heißt, ne, ihr kriegt einen zum Gucken und könnt gucken, ob er eine, die sowieso so semi-gut ist, ob er die dann dafür wegschmeißt, also ein bisschen Kartenqualität. Dann gibt es The Gugu Air Force. Würfel einen beliebigen Würfel eines Bezirks oder einer Fraktionstafel neu. Da ist nicht definiert, dass es irgendwie, also die Fraktionstafel ist das hier, ne, unser Spielertableau quasi. Ist nicht definiert, dass es das eigene sein muss. Es kann nämlich auch deins zum Beispiel sein. Genau. Da Dann kann ich zum Beispiel, wenn ich das dann, wenn ich hier meinen Agenten positioniere und dann den Würfel nehme, darf ich zum Beispiel von meinem Gegenspieler eine 6, die er da zum Beispiel hat, damit er ja nicht so hohe Zahlen oder Punkte Punkte, bekommt, Siegpunkte, genau. kann ich durch eine 1 austauschen oder Ja, so. oder nur, ja, genau. Also, Ne? Oder eine beliebige Zahl, die ich ihm halt gönne. ja, also Richtig? ja, wird neu gewürfelt, ne? Also man nimmt den Würfel, also Sache steht ja, ein beliebigen Würfel eines Bezirks oder einer Fraktionstafel neu. Das heißt, du nimmst dann wahrscheinlich von mir die 6 und würfelst die 9 in der Hoffnung, dass ich weniger kriege. Also du kannst einen beliebigen Würfel nehmen. Ach, das war das mit dem Würfeln, Entschuldigung. Weil man kann auch noch tauschen. Ja, Stimmt. da kommen wir, machen wir nach, in Da habe der ich jetzt Reihe das nach. falsch irgendwie gelesen und im Kopf gehabt. So, dann geht es weiter mit Waste Management. Die machen, also da darf man einen Tauscher, einen Agenten in einem Bezirk, das sind wie gesagt hier die 6 Bezirke, die horizontalen Linien, in einem Bezirk mit einem Würfel in einem anderen Bezirk. Das heißt, wenn ihr hier einen Agenten stehen hättet, sagen wir mal, hier würde mein Agent stehen, ich hätte hier die 1, warum auch immer da liegen. So, und jetzt dürfte ich sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel, diesen Würfel hier möchte ich hier haben, weil ich diesen Bezirk haben will. Ne? In dem Moment, wo ich da jetzt drin bin und keiner vom Gegner drin sitzt, dann gehört er mir erstmal. Kann sich ja noch ändern, aber so würde das funktionieren. Ne? Da darf man dann einen Würfel gegen einen Agenten in einem anderen Bezirk tauschen. Wichtig auch, dass das aus einem anderen Bezirk kommt. Dann haben wir Twilight Congress, das ist hier oben der Bezirk. Tausche zwei Würfel aus verschiedenen Bezirken. Das heißt, wenn ich jetzt für die Endabrechnung, wenn man einen Bezirk kontrolliert, wo auch Würfel liegen, werden die Punkte dazugezählt. Das heißt, es ist für mich sinnvoll, dass ich dann, wenn ich hier einen Bezirk kontrolliere, wo jetzt, sage ich mal, nur eine 1 liegen würde noch, ungefähr so, und woanders liegt noch eine 6, dann würde ich die zwei Würfel natürlich tauschen, wenn es in der letzten Runde wäre, weil dann würde ich anstatt einem zusätzlichen Punkt 6 Punkte kriegen. Ne? Das ist dann auch sowas, wo man sich dann mal im Kopf machen müsste. Also die Regeln sind nicht schwer, es ist nur einfach immer, das alles im Auge zu behalten und zu gucken, was für eine Konstellation gerade am günstigsten ist. Dann gibt es die Observatory Bank. Tausche einen Würfel eines Bezirks mit einer anderen Fraktionstafel. Das ist natürlich auch eine geile Sache. Hier liegt eine 1, du hättest da, sagen wir mal, ne, so schwuppdiwupp, hier liegt die 1, da liegt die 6. Dann sage ich, ja, ne, ich habe hier quasi meinen Agenten platziert. Dann kriegst du den Eulenwürfel mit der 1 und ich kriege dir, also ne, die Fraktion hier auf dem Stadtplan kriegt die 6. Das heißt, in dem Moment habe ich dir 5 Siegespunkte von Bord Ja, geklaut. macht natürlich mehr Sinn, wenn da drin dann halt deiner wäre. Ja, natürlich, Also mehr von deinen das wäre und dann natürlich noch ja. optimaler. Nur so habe ich dir auf alle Fälle schon mal die Genau. Punkte geklaut. Ja, das stimmt. So, und dann haben wir noch das Neathel Syndicate. Tausche zwei Würfel auf verschiedenen Fraktionstafeln. Ja, das heißt, ne, man kann das ja auch zu viert spielen. Man guckt, welcher Gegner irgendwie gerade das Passende da liegen hat. Ich habe hier eine 6 liegen, du hättest zum Beispiel hier eine 2 liegen. So, und dann sagst du, ja, hier, haha, weißt du was, hier, du kriegst den, meine 2 und ich krieg dafür deine schöne 6. So, ne? Das ist natürlich auch immer so eine feine Sache, um den Leuten ein bisschen auf die Nerven zu fallen. So, und das sind schon die 6 Aktionen, die man machen kann. Also, wir fassen nochmal zusammen: Missionskarte ziehen und abwerfen oder einen Würfel, von einem beliebigen Bezirk oder einer beliebigen Fraktionstafel neu würfeln, einen Agenten gegen einen Würfel tauschen aus einem anderen Bezirk, zwei Würfel aus verschiedenen Bezirken untereinander tauschen, also die Würfel, ne? Also einmal Agent und Würfel, einmal Würfel und Würfel. Und wir können dann als fünftes Würfel eines Bezirks gegen einen von der Fraktionstafel tauschen. Das ist auch immer hier schön irgendwie unterlegt. Und wenn es eine Tafel ist, dann ist es einmal. Wenn es ein Bezirk ist, ist es einmal umrandet und wenn es eine Fraktionstafel ist, dann ist es einfach ohne Umrandung. Da kann man sich das auch so ein bisschen dran merken. Und hier unten sehen wir dann also zwei Würfel auf zwei Fraktionstafeln tauschen. Nicht wahr? Das ist auch, ja, das sind die 6 Aktionen. Plus halt die eine, die man immer für seinen Menschen separat noch dazu kriegt. Ja, dann Genau. haben wir hier noch dieses Plättchen, das kommt hier einfach drauf. Und wenn man zum Beispiel das, was man hier oben stehen hat, als Besonderheit ausgespielt hat, legt man es dann einfach zur Seite, dann weiß man, okay, weil das ist ja Hat man nicht immer nur mehr. Genau, ist einmalig. einmalig. Also das stand auch jetzt Genau. nicht explizit in der Gebrauchsanleitung. Das haben wir uns jetzt mal so Ja, zusammengereimt. Das weil fehlte so ein sonst haben wir da bisschen. nichts gesehen.
So, das andere, was war noch dabei, was wir jetzt schon mal weglassen, erstmal? Das andere, was noch zusätzlich kommt, es gibt sogenannte Szenario-Karten, die sehen von der Rückseite so aus, ist dreisprachig in der Box hier, die französischen und deutschen, die müssen sich leider eine Karte mal teilen, aber ist ja egal. Und diese Szenario-Karten, die werden zu Anfang des Spiels hingelegt und entweder zufällig gezogen oder man einigt sich auf eine und die verändern halt den ganzen Spielablauf. Zum Beispiel haben wir hier der Aufstand. Wirf einen beliebigen Würfel in jeder Spielrunde. Der Bezirk, der der Augenzahl entspricht, ist für diese Runde nicht verfügbar. Es können weder Agenten dorthin bewegt werden, noch können dort Aktionen durchgeführt werden. So, dann ist hier unten aufgelistet zum Beispiel, ne, eins ist Agency, zwei ist Google und so weiter und so fort. Dann wird einmal gewürfelt und der Bezirk ist dann nicht verfügbar. Das gilt für das ganze Spiel und bringt halt so ein bisschen Abwechslung rein. Finde ich ganz cool. Es wird empfohlen, in den anfänglichen Spielen einfach mal die wegzulassen, um in die Spielmechaniken reinzukommen, weil nachher kann man das Spiel halt noch so ein bisschen variieren Aufwerten. und ja, genau, und abwechslungsreicher gestalten. Ja, cool. Ja, dann werden wir uns jetzt erstmal für zwei Missionen entscheiden. Ja, die andere, die tun wir weg. Genau. So, dann bestimmen wir den Startspieler. Schnick, schnack, schnock. Schnick, schnack, schnock. Schnick, Ha! schnack, schnock. Ah. So, ich fange an. Ja, dann tu mal. Ja, tue ich auch. So. Oh, ich habe schon alles kaputt Aha, gemacht. das gibt sofort 5 Strafpunkte. Ah. Immer vor der Kamera, voll verrückt. Hallo. So. Und ich darf jetzt sofort eine Missionskarte Genau, also du ziehen. hast jetzt deinen Agenten in den Bezirk von The Agency gesetzt. Dann gucken wir hier auf die Karte oder wissen Sie schon auswendig, was das kann. Ziehe eine Missionskarte und werfe anschließend eine ab. Also, Nee, die will ich nicht, die werfe ich wieder ab. ne, ihr merkt, ihr platziert immer einen Agenten und aus dem Bezirk, wo ihr den hinstellt, da resultiert immer die Aktion raus. Das war Genau. vielleicht am Anfang ein bisschen schwierig, deswegen ich bin immer Fan davon, das beim Spielen zu erklären. Das ist eigentlich immer Ja, cooler. ist es auch. Weil mehrere Fragen kommen ja, also es kommen ja auch zwischendurch immer Fragen auf und so und dann, ja. Genau. Denkst du schon oder bist du abgelenkt, wenn ich Ich rede? ja, sowohl als auch. So. Schwuppdiwupp. Dann nehmen wir hier den hübschen Lülanwürfel. Ich darf, ne, wir gucken, also ich habe meinen Agenten da platziert. In diesem Moment habe ich jetzt auch die Vorherrschaft in diesem Bezirk, weil ist ja nur meiner drin. Ich weiß schon, was du tust. So, dann darf ich einen beliebigen Würfel neu würfeln, nicht wahr? Eines Bezirks oder einer Fraktionstafel. Und dann nehme ich natürlich von meiner lieben Frau, die hat gerade Probleme, ihre Brille mit dem Mittelfinger hochzuschieben, das habt ihr gerade nicht gesehen. Würfel den einmal neu, der brennt Brennt. leider. Auf hier. So, ne, da hat sie schon mal 2 Punkte jetzt in dem Moment weniger. Und dann bist du dran. Du bist ganz schön gemein. Dient nur dem Vorführeffekt, Schatz. Tja, das mache ich jetzt auch. Was? So kann's gehen. So. Blö. Bäh. Unverschämtheit. So, ja, also ich. Was sagen wir denn dazu? So, dann machen wir das so. Nehmen uns den. So, das ist Nethys Syndicate. Tausche 2 Würfel auf verschiedenen Fraktionstafeln. So. Und du bist. Ja. Also sie ist nicht eingeschlafen, sie denkt. Ja, ich denke. Wo ist nochmal Observatory Bank? Da? Ja. Ja klar, siehst Okay. Ja, ich sehe das durch die du. Achso, Dings nicht so richtig. spiegelverkehrt Ja, herum. genau. Dreh doch einfach deine Karte auf den Kopf. So, ich nehme den. Und Observatory Bank besagt, tausche einen Würfel eines Bezirks mit einer Fraktionstafel. Hau bloß ab. Hau ab. Na, was machen wir denn da nur? Du bist so gemein. Nein, ich bin lieb. Gemein. Lieb. Du bist dran. Hallo, du machst das auch ständig. Nee, Blödsinn mache ich nicht. Mache ich nicht, mache ich nicht. Ich sichere mir hier erstmal die Vorherrschaft. Plüpp. Nehmen wir das. Und
Darf dann zwei Würfel auf verschiedenen Fraktionstafeln tauschen. Oh. Ihr seht, das Spiel hat viele kleine Gemeinheiten in sich. Ja. Waste Management. Tausche einen Agenten in einem Bezirk mit einem Würfel in einem anderen Bezirk. So, ich habe das aus dem Grund gemacht, weil nun hat er jetzt hier erstmal keine, ja, wie sagt man? Keine Zusatzpunkte in dem Moment. Ja, Also nee, und keine du bist ja auch zwei nicht mehr, mit zwei vertreten. genau. Das heißt, wenn du jetzt noch einen da reinstellst, dann Wird's halbe halbe wird es gemacht, so unentschieden, wie genau. hier und hier. Ja. Und du hast natürlich jetzt dann irgendwie den Vorteil, wenn ich jetzt nochmal irgendwas neu gewürfelt hätte und dann hätte ich mir noch mehr Punkte ziehen können. Korrekt. Sie sind drin. Ja, das finde ich nicht nett. Wiederhole, nicht nett. Also man muss das wirklich schon ein paar Mal spielen, um wirklich ein Gefühl dafür zu kriegen, weil alle, das ist wie bei ganz schön clever. Alles es ist so ein kleiner Teufelskreis. Wenn man irgendetwas macht, dann muss man halt drauf achten, zum Beispiel mit diesem Tauschen von den Würfeln und so. Also ich finde das eigentlich echt cool. Nur zur Info, ich habe jetzt gerade bei der Agency meinen Agenten platziert, wie ironisch, und durfte dementsprechend eine Missionskarte ziehen, mir die angucken und dann muss ich eine wieder abwerfen, weil dann habe ich ja wieder drei hier bei mir liegen und die war so scheiße, die habe ich sofort wieder entsorgt. Ab und zu empfiehlt sich es auch hier so mal ein bisschen da drauf zu gucken auf die Missionsziele, weil ja, man vergisst das manchmal. So ein bisschen. Tja, also ich habe jetzt tausche zwei Würfel aus verschiedenen Bezirken. Also das ist dieses hier. Genau. Tja, finde ich persönlich Ich finde voll die tolle Idee, du könntest den gerade. blauen nehmen, den gegen den lilan tauschen. Genau. So blond bin ich auch. Du bist Tja. mächtig blond. Ey. Also ja, farbentechnisch kannst du das nicht leugnen. Ich mach das einfach so. So, Schwupps. du meinst also. Naja, lange Rede, gar keinen Sinn, du bist dran. Ja, das bin ich wohl. Tag. So, jetzt darf ich zwei, was haben wir denn, Spalakon, tausche zwei Würfel aus zwei verschiedenen Bezirken. Zwei Würfel aus zwei verschiedenen Bezirken. Bitteschön. Das ist zu geil. Fertig. Dann werde ich dir auf alle Fälle nicht, weil das mache ich jetzt, weil ich, wenn ich das nicht machen würde, hätte das der letzte Zug. Sobald man alle Agenten weg hat und hier sechs Würfel auf dem Brett hat, endet das Spiel. Also sobald das jeder Spieler hat. Und in dem Moment hätte dann meine liebe Frau die Vorherrschaft und würde dann sechs Zusatzpunkte kriegen, was ich natürlich in keinster Weise tolerieren kann. Deswegen klaue ich mir den Würfel. Dann Und haben dann wir, war es das. ja, ich habe aber nur den, die Aktion muss ich noch ausführen. Observatory Bank, tausche einen Würfel eines Bezirks gegen einen einer Fraktionstafel. Das tut mir jetzt aber fast leid. Warte, ich habe da so eine Wo hast du Vision. dich hingestellt? Observatory Bank. Tauschen gegen einen einer Fraktionstafel. Einer Fraktionstafel? Ach, du Was? bist so ein Eine Penner, ne? Fraktionstafel? Boah, du bist so ein Arsch. Liebe Leute, meine Frau freut sich gerade sehr. Wer? So, Abrechnung hier. Oh. So, man zählt jetzt alles auf seiner Fraktionstafel zusammen. Bei mir ist Genau. es ja nicht mehr so schwer. 3, 6, 7, 10, 15. Ich fühle mich hier lachen, wenn ich dich jetzt erzähle. Das ist ja nicht mehr so schwer. Pardon. So, 10, 14, 20, 23, 27. Dann setzt man dementsprechend den Punktezähler hier vor. So, dann geht's weiter und zwar mit der Vorherrschaft in den verschiedenen Bezirken. Die Bezirke, die unentschieden sind, da werden die Punkte halbiert und aufgerundet. Es gibt 5 Punkte pro dominierten Bezirk, steht hier auch nochmal. Das heißt 5 plus 3
sind 8. Das wird Also dann durch vier. 2 geteilt. Genau, sind 4. 4 Punkte kriegt jetzt jeder dazu. Ist bei 2 Spielern relativ irrelevant, Vier. weil 1, 2, 3, 4, weil sich das ja ausgleicht. Wenn man mit mehreren Spielern spielt, ist es natürlich so, dass dann 2 Spieler Punkte kriegen und die anderen nicht, wenn da jetzt, ne, wenn das der Gleichstand wäre. Also bei sieben Wird ja quasi wieder aufgerundet, kriegt wieder jeder jeder 4. vier. Eins, zwei, drei, vier. 35, so, dann Sechs, also 6, drei, jeder eins, 3, zwei, drei, genau. eins, zwei, drei. Hier habe ich die Vorherrschaft, also bekomme ich nur fünf. Genau, aber Eins, keine zwei, drei, Zusatzpunkte, weil vier, keine Würfel fünf. mehr da verblieben sind. Hier kriegen Was haben wir denn? 5, wir 7, 4 jeder. wieder vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und du kriegst 10, 11. Oh, 11. So, und dann kommen nochmal die Missionen dran. Genau. Ich habe mehr ist besser. 4 Punkte für jeden deiner Würfel mit einem Wert von 6. Tja, da mein lieber Mann natürlich so schön die ganze Zeit Ich habe umgetauscht keine hat 6 als und, letztes du geklaut. hast voll oft Sechsen von mir geklaut, nun mal so, kriege ich dafür keine Punkte. So, und ich kriege wenigstens 8 Punkte dafür, wenn du keinen Würfel mit einem Wert von 2 hast. Cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe was relativ Identisches. 9 Punkte dafür, wenn du keinen Würfel mit dem Wert 1 hast. Ja, das habe ich dann wohl. 9 plus Dings sind 62. Und dann habe ich hier die Klonkarte, die finde ich auch sehr geil. Kopiere eine beliebige Missionskarte eines anderen Spielers. Eines anderen, sonst hätte ich mich selbst nochmal kopiert. werte sich mit deinen Würfel und Agenten aus. Die zweite Karte, die du hattest, war 8 Punkte für Würfel, wenn ich keine 2 habe. Habe ich nicht, deswegen kopiere ich die logischerweise. Bin ich genau auf 70. Ja, wir haben jetzt natürlich noch gar nicht Zu unsere. 43. Ja, wir haben also jetzt gar nicht unsere Marker, die hätten wir auch noch mal benutzen können. Haben wir jetzt aber nicht unsere Sonderaktion, weil ich habe da im Moment jetzt noch A nicht dran gedacht und B keine Notwendigkeit gesehen. Und das ist schon das Spiel. Ihr seht, es geht schnell. Ihr platziert einen Agenten, nehmt dafür den Würfel. Ne? Denkt, seht zu, dass das mit eurer Mission übereinpasst. Führt die Aktion aus, dann ist der Gegner. Also wechselt das hin und her. Und ihr seht, dass da so eine Interaktion entsteht und man echt fiese kleine Sachen machen kann. Und wenn ihr das Gesicht meiner Frau gerade sehen könntet, glaube ich, dass ich heute irgendwie, weiß ich nicht, Auf dem unser. Sofa schläfst. Ja. Ja, das ist Dystopia. Und wo wir das irgendwie bei Board Game Geek vor der Messe gesehen haben, ich musste es einfach haben, weil. Das war mit Würfeln und bunten Würfeln und so Placement und irgendwie cool und ja, in einer dystopischen Also es ist Zukunft. auch auf jeden Fall geil, wenn man sich mal noch mal die anderen anguckt, die anderen Karten. Jeder Charakter kann auch noch mal was anderes und dadurch wird das echt total spannend. Und also es ist sowieso so schon spannend. Ich mag ja solche Sachen, wenn man bei einem was macht, dass das dann auch auf den Gegenspieler Auswirkungen hat und so. Das finde ich auch immer total toll. Weil man denkt ja, die Mechaniken sind ja super, aber im Verlauf des Spiels, weil das Spielertableau hier, das lässt sich, also die Fraktionstafel, die baut sich ja immer mehr auf, da liegen dann mehr Würfel. So, da muss man gucken und vielleicht schon überlegen, es gibt auch Missionen, da muss man Einsen sammeln oder möglichst wenig sammeln oder eine Straße sammeln oder sonst was. Ja, Da, da gibt es unglaublich viele Sachen und richtig coole Sachen ja. auch. Und da guckt man, was macht der Gegner wohl? Und dann guckt man hier aufs Board und da muss man auch darauf achten, wie viele Bezirke man hat und darauf achten, dass man dem Gegner nicht so viele Punkte überlässt. Ne, das versucht man Ja. immer. Man kann nicht alles auf einmal. Und da muss man halt abwägen, was man als, ne, was das geringste Übel ist, sag ich mal. Und ich finde das Spiel einfach cool. Es ist schnell Ja, und gespielt. besonders je öfter man es spielt, desto mehr kann man sich auch auf mehrere Sachen konzentrieren. Wir haben das jetzt dreimal gespielt, glaube ich, oder das vierte Mal Ja, oder so. vier oder fünf ist es jetzt, Und ja. ja, je öfter man sowas spielt, desto mehr kann man das ja auch so interpretieren und vorausschauend planen und so, Ja, finde weil man die ich. Aktion besser auswendig kennt. Also Ja, ich merke bei genau. mir jetzt zum Beispiel, ich weiß jetzt schon, ich kann entweder Würfel und Agenten tauschen, ich kann Würfel untereinander tauschen, Würfel neu tauschen. Und ne, man hat das so im Hinterkopf. Und wenn man diese Aktion schon so grob im Hinterkopf hat, dann muss man eigentlich nur noch auf seine Sonderregel achten von den Menschen, den man gerade hat. Ja, und dadurch achtet man ja auch viel mehr dann bei dir zum Beispiel auf deine Fraktionstafel oder hier, dass man da keine 5 übrig lässt und. So steigert sich das auch Ja. irgendwie immer weiter mit dem Können. Genau, Also und es ist permanent aufbauend weiter noch, genau, wenn man ne? dann meint, man hat das alles drin, dann gibt es ja noch die geilen Szenariokarten und die Ja. setzen dann wieder alles so ein bisschen außer Kraft und drehen das dann alles wieder. Und ich finde, gut, wir haben, wo wir das gekauft haben, ihr habt gesehen, es ist eine super kleine Box, das habt ihr im Unboxing schon gesehen, die ist nicht groß, Ja, die ist aber das sch schön stimmt. verarbeitet.
Und der Spielmaterial ist halt auch hübsch, kann man Ja, nicht ist auch anders richtig sagen. toll. Also ich finde auch diese Einbuchtung hier süß und Ja. das ist Und eigentlich was ganz auch ein niedlich. ganz großer Bonus ist, finde ich, dreisprachig. Englisch, Französisch, Deutsch. Ja, das Und ich stimmt. bin, habe hier schon oft gesagt, ich finde, es ist ja zwar ein Luxus, aber es ist auch ein Kaufanreiz, wenn es die Anleitung auf Deutsch gibt. Ja, finde ich auch. Weil viele Sachen kann man einfach besser verstehen auf seiner eigenen Ja, Sprache. Im klar, Englisch Englischen ist das versteht manchmal man so ein auch, aber man muss bisschen. sich anstrengen, da man ja faul ist. Ja. Ich finde, es ist auch ein schönes Zeichen von dem Entwickler, dass, ne, dass den Leuten, dass die Leute denen so viel bedeuten, die Spieler, dass sie das auch in die Sprache übersetzen. Ja, das finde ich auch gut. Und Und dass man das auch irgendwie noch dabei hat, weil wenn man mit Leuten spielt, die zum Beispiel Englisch besser können, da gibt es ja auch mittlerweile genug Leute, bei denen das so ist, ja. dass sie im Englischen besser sind als im Deutschen, kann man Genau. sagen, ja gut, dann spielen wir das jetzt auf Englisch. Ja, Finde oder ich auch nicht irgendwie, schlecht. wenn man Leute trifft heutzutage, das ist ja alles Multikulti, Ja. die zum Beispiel weder Deutsch sprechen noch ne, also man versteht sich kaum untereinander, aber man könnte dann, wenn man Englisch spricht, das ist ja eine Weltsprache, Ja. könnte man das Spiel trotzdem untereinander spielen, ne, obwohl keiner eigentlich so die Landessprache spricht von dem Land, wo man eigentlich gerade ist. Das ist, ich finde sowas immer ganz praktisch, aber Ja, ich finde das auch cool. Schön gemacht. Dann gab es hier noch ein paar Extratüten mit dabei, die wirklich auch stabil sind. ja, sowas ist Und immer ganz solche cool. Kleinigkeiten finde ich eigentlich immer ganz, ganz nett. Ja, Okay, für den Preis 25 mussten Euro, sie das hat sich man noch auch ein gar nicht gesagt, bisschen, genau. genau. Drei Gebrauchsanleitungen sind aber, wie gesagt, dabei dann auch und halt in drei Sprachen. Die Karten, die teilen sich das teilweise. Ja. Ja, und ansonsten. Ja, da gab es hier dann noch für mehr Spieler. Genau, Missionsmark, hier wie heißen sie noch? Fähigkeitsmarker, glaube Ja, ich, heißen genau. sie. Also für vier Spieler ist dabei, dann ist noch ein zusätzlicher, der ist für irgendeine Erweiterung. Die Erweiterung hatten wir jetzt auf der Messe aber nicht mitgekauft, weil wir von den 25 Euro erstmal kurz geschockt waren, weil das wirklich nur dieses Ja, kleine man denkt, Kästchen war. so ein kleines Spiel, denkt man sich, ja gut, vielleicht Ja, 15 15, Euro. 15, 17 Euro, Genau. genau, ja. Ja, und dann auf einmal ja 25 Euro. Was? Ja, Ja. aber ich war ja froh, dass wir den Stand überhaupt gefunden haben. Das war ja so Ja, versteckt. der war total, da wusste ich gar nicht, dass es da überhaupt noch einen Gang gibt. Ja, hinten am Der war, Fenster. ja, Und genau. ja, auf alle Fälle wollte ich das haben und ich bereue es nicht. Ist ein cooles Spiel. Ja, Die ist Mechaniken sind toll, auf geil. jeden Fall. Gut, ja, das war. Wo ist denn der Deckel von oben? Hier, Achso, da sind der Deckel von oben. die Oh, restlichen Würfel noch drin. Deistopia. Genau, und das. So rum ist die Kamera, glaube Ach ich. so. Ja, So so ist sieht es. das aus. Ist von All or None Games und ja, da gibt es auch noch eine Erweiterung zu, wie gesagt. Ich finde das auf alle Fälle ist ein cooles Spiel, auch für zwischendurch. Da muss man wirklich zwar überlegen, aber es ist schnell aufgebaut und man ist schnell in den Regeln drin, selbst für Leute, die das jetzt nicht kennen. Man spielt es ein, zwei Mal, dann hat man die Mechaniken raus. Das stimmt. Ja, und Ja. man kann es einfach immer permanent nachlesen. Das finde ich auch gut, dass die nochmal so eine kleine Legende hierhin Ja, das gemacht war haben. wichtig auf jeden Fall. Das finde ich echt super, Und es weil, hat viele bunte Würfel. ja, das auch. Und ja, ich finde, weil man, ich lese mir das so oft durch, dadurch Ja, finde ich das ganz cool. das wird man später wahrscheinlich eher weniger machen, aber es ist auf alle Fälle so gemacht, dass man schnell reinkommt. Ja, finde ich gut gemacht, auf jeden Ja. Fall. Klare Kaufempfehlung, Ja, definitiv. Also, Spielempfehlung auch. ja. Kann man auch mit vier Mann oder mit vier Leuten müssen wir es auch unbedingt mal spielen. Das macht bestimmt richtig Bock dann. Doch. Und ich finde es aber auch so schon cool, wenn man immer so schöne kleine Fiesheiten machen kann. Und das mag ich ja sowas. Gut, alles klar. Wie gesagt, jetzt genug gelabert. Dystopia. Und von uns beide Daumen hoch. Kann man auf alle Fälle sich gönnen. Ja, Ne? doch. Gut, wir sind erstmal raus. Lasst einen Daumen da, lasst noch lieber ein Abo da und so. Ne? Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und wir sind erstmal wieder raus. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.